Herr Loacker, seit Mitte September laufen die Kollektivvertragsverhandlungen mit den Metallern. Bisher kein Ergebnis und auf absehbare Zeit keine Lösung in Sicht. Woran liegt es? Es liegt daran, dass die Arbeitgeber uns zwingen wollen, dass wir zuerst die Arbeit massiv flexibilisieren, dass wir Arbeitstage, Arbeitsschichten von 12 Stunden einführen, dass die Überstundenzuschläge wegfallen, also eine gewaltige Lawine an Belastungen für die Arbeitnehmer. Und erst dann wären sie bereit, über eine allfällige Erhöhung mit uns zu verhandeln. Das ist der eigentliche Knackpunkt in der ganzen Sache. Sie haben während der Pressekonferenz von Erpressung gesprochen. Hat es bisher keinerlei Ergebnisse gegeben oder Annäherungen zwischen den beiden Verhandlungsparteien? Zwischen Ende September und der letzten Lohnverhandlung am 23. Oktober hat sich in diese Richtung überhaupt nichts bewegt. Das heißt, die Arbeitgeber wollen uns, es klingt wirklich nach Erpressung und diese Vorgangsweise können wir so nicht akzeptieren und machen deshalb in den Betrieben entsprechende Versammlungen, Aktionen und überlegen uns weiter, was wir in Zukunft tun werden. Wie sieht der momentane Vorschlag der Arbeitgeber denn konkret aus? Der Vorschlag beinhaltet, dass man die tägliche Arbeitszeit auf 10 Stunden ausweitet, also von 8 auf 10 Stunden. Darüber hinaus für Arbeiter in der Produktion, also jene, die Schichtarbeit leisten, und das ist die große Mehrheit der Mitarbeiter, dass man dort sogar auf einen 12-Stunden-Arbeitstag geht. Das würde heißen, dass ein Drittel in diesem Bereich ihren Arbeitsplatz verliert. Das kann nicht ernst gemeint sein. Das gehört vom Tisch und dann können wir über einen Neustart reden. Der bestehende Kollektivvertrag ist mit dem 1. November ausgelaufen. Was bedeutet das für die Arbeitnehmer? Das bedeutet für jene Mitarbeiter, die jetzt schon in Beschäftigung sind, dass hier eine Nachwirkung vorhanden ist. Das Problem ist, dass für jene Mitarbeiter, die ab 1. November in die Betriebe eintreten, dieser Kollektivvertrag keine Gültigkeit mehr hat. Könnte zum Beispiel heißen, dass diese Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld bekommen würden.